So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Hardware News im August. Ich glaube, so viele Hardware News gab es lange nicht mehr wie in diesem Monat. Und heute wieder richtig spannende News. Ich dachte als erstes, ach, diese Runde wird gar nicht so interessant, aber plötzlich, aus dem Nichts, Intel stellt deren DG2 Gaming-Grafikkarten vor, beziehungsweise kündigt deren neues Arc-Lineup an. Holy smokes, wir werden endlich von Team Blau Gaming-Karten sehen und vielleicht ist genau das die Lösung für die GPU-Krise. Was neue Grafikkarten angeht, ist nicht nur Intel am Arbeiten, auch von Nvidia und AMD haben wir hier ein paar Spekulationen. Zu RDNA3, also den RX 7000ern, gibt es noch zusätzlich News zu DisplayPort 2.0. Ja, auch zu Intel Alder Lake und dem neuen Sockel gibt es hier ein paar News, auch zu AMDs AM5-Sockel und allgemein einfach richtig heiße Neuigkeiten aus der Hardware-Gerüchteküche. Wenn ihr Bock drauf habt, sehen wir uns nach der Nachricht des heutigen Sponsors. Also, bis gleich! Ja Leute, letzte Woche ist die RX 6600 XT in den Handel gegangen und wie ich in der letzten News-Folge bereits gesagt habe, ja, sie war tatsächlich für 379 Euro erhältlich. Soweit so gut, 1080p macht sie ganz wunderbar. Wirklich interessant ist sie nicht. Was aber interessant war, ist der neue Adrenalintreiber 21.8.1, der mit der Grafikkarte einhergekommen ist. Dieser hat nämlich Folgendes bewirkt, dass sämtliche Navi-Karten entsprechend nahezu halbierten Stromverbrauch bei zum Beispiel 4K-Playback haben. Und dort ist der Unterschied hier bei YouTube zum Beispiel gemessen am höchsten ausgefallen. Also anhand zum Beispiel einer 6700 XT haben wir das Beispiel hier, sinkt der Stromverbrauch hier von 30 auf gerade mal 18 Watt. Und das ist für ein einfaches Treiber-Update auf jeden Fall eine interessante Beobachtung. Auch interessant auf jeden Fall ist Intel Alder Lake, ja. 27.10. Im Oktober ist es soweit. Wir werden entsprechend deren neue 12. Generation an Intel-Prozessoren sehen und der i9 12900K kann es gar nicht mehr erwarten, ins Rampenlicht zu gehen. Entsprechend haben wir den 16-Kerner hier im Detail in einer Datenbank gefunden mit 24 Threads. Ja, ist das Ganze soweit zu den bisherigen Vermutungen bestätigt, mit 30 MB L3-Cache auch soweit hier logisch. Und ja, was uns hier noch bestätigt wurde, war das HP Omen-System, auf dem das Ganze testweise gelaufen ist, also ein Pre-Build wahrscheinlich, ist mit 16 GB DDR4 ausgestattet gewesen. Ja, 3200 MHz, nichts Besonderes, aber DDR4. Das heißt, die vorherigen Gerüchte, dass es entsprechend für Intel Alder Lake zwei Formen der Mainboards geben wird, einmal mit DDR4 und einmal mit DDR5, wird sich bewahrheiten. Und was wir hier noch sehen, ja, die CPU ist mit 125 Watt TDP dahergekommen. Also die vorherigen Leistungsklassen mit 125, 65 und 35 Watt scheinen bestehen zu bleiben. Im Gegensatz zu AMDs Ryzen 7000. Nächstes Jahr Zen 4. Entsprechend haben wir hier ein paar News zu dem AM5-Sockel, also LGA 1718, könnte nach diesen Bildern zufolge entsprechend mit dem AM4-Montagesatz kompatibel sein. Das heißt, der eigentliche Aufbau des Heatspreaders, des Sockels, all das hat sich geändert. Aber die Montagemöglichkeit von AM4 soll weiterhin bestehen bleiben. Das wäre natürlich für unsere bestehenden Kühler sehr, sehr gelungen. Was sich jedoch ändern wird, und da werden sich auch die Kühler dran anpassen müssen, ist, dass hier eine 170 Watt TDP bestätigt wurde. In dem Dokument wird explizit von einem 280 mm Radiator in einer All-in-One-Lösung gesprochen. Ja, davon habe ich letztens erst einen vorgestellt. Das ist natürlich einiges an Hitze, das abgeführt werden muss. Also Ryzen 7000 wird es auf jeden Fall in sich haben. Und ja, da bin ich gespannt, wie Intel dem Ganzen kontern wird, wenn AMD hier so viel Leistung zulassen wird. So, bezüglich des Montagesatzes für Intel Alder Lake gab es auch von Noctua eine kleine Ankündigung, dass entsprechend für deren bestehende Kühler einen kostenfreien LGA 1700 Upgrade-Satz geben wird. Also das war schon immer so gang und gäbe von den unterschiedlichen Herstellern, dass sie zu deren Kühlern entsprechend solche Update-Kits, zum Beispiel für AM4, damals mit Ryzen, angeboten haben.
entweder zu sehr, sehr günstigen Preisen zum Nachkaufen oder entsprechend über Kontaktformulare zum kostenfreien Nachbestellen. Ja, nicht nur Intels CPUs haben hier entsprechend im Rampenlicht kursiert, sondern auch Intel Arc. Ja. Intel Arc ist die neue Grafikkartengeneration, die hinter deren DG2 steckt. Gestern frisch vorgestellt und offiziell von Intel angekündigt, dass das Ganze Anfang 2022, wir rechnen mal mit der Computex, veröffentlicht wird und es ist die Rede von expliziten Desktop-Karten im Gaming-Bereich. Und ja, wir haben hier dieses Bild freundlicherweise von Intel gezeigt bekommen, in dem die DG2 mit ja, vermutlich 128 EUs und im Vollausbau mit 512 EUs abgebildet ist. Des Weiteren hat Intel ein bisschen Codenamen soweit zugewiesen. DG2 heißt intern Alchemist und deren darauf folgende Generation, DG3, ja, so nennen wir das Ganze mal, wird dann unter dem Codenamen Battlemage bekannt sein. Darauf sollen noch zusätzlich Celestial und Druid folgen. Also, ja, tolle Namen, aber im Endeffekt sagt uns das jetzt nicht so viel, außer dass Intel weiterhin an Grafikkarten arbeiten wird. Das heißt, es ist ein Langzeitprojekt und sie lassen das nicht innerhalb des ersten Jahres wieder fallen. Ist schon mal nett zu wissen. Was aber auch noch darauf deutet, ist die Tatsache, dass Intel natürlich händeringend an Potenzialen abwirbt. Also, wir haben hier ehemalige Mitarbeiter bereits von Nvidia und AMD gesehen, die zu Intel übergewechselt sind. Und der neueste Zuwachs ist Anton Kaplanian, der jetzt inzwischen der Vice President im Bereich der Grafikforschung ist. Und wenn wir uns seinen Werdegang anschauen, hat er in den letzten Jahren vorher für Oculus, also Facebook, gearbeitet, vor allem im Bereich VR und AR, aber natürlich auch bei Nvidia selbst, explizit an den RTX-Karten. Also dürfen wir mal davon ausgehen, dass er sich auch mit dem Thema Raytracing beschäftigt hat. Und wenn wir genau dieses Thema ansprechen, das gerade erfolgte Kommentar von dem besagten Herrn Anton Kaplanian, wo gesagt wird, dass deren Grafikkarten unter der Arc-Serie sowohl DSX 12 Ultimate unterstützen werden mit High-Performance Raytracing. Hier steht explizit High-Performance Raytracing, also nicht einfach nur Raytracing, sondern wirklich leistungsgestütztes Raytracing. Dementsprechend verspreche ich mir hiervon sehr, sehr viel. Ja. Auch wurde bestätigt, dass Intel entsprechend für deren Grafikkarten an einem AI-gestützten Supersampling arbeitet, das mit Nvidias DLSS oder AMDs FSR konkurrieren soll. Also Leute, ich bin auf jeden Fall gespannt, was hinter deren Grafikkarten stecken wird, mit wie viel Leistung sie daherkommen. Was wir auch in der letzten Folge soweit festgestellt haben, das läuft mit DisplayPort 2.0. wo der besagte DisplayPort 2.0 Standard ebenfalls zum Einsatz kommt, bei AMDs RDNA 3. Dort soll entsprechend nächstes Jahr, gegen Ende des nächsten Jahres, sind so die gesamten Neuerscheinungen von Nvidia und AMD zu erwarten. Also die RTX 4000er und die RX 7000er Karten sollen in dem Zeitraum erscheinen. Und mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, ja, wenn Intel bereits Anfang des nächsten Jahres mit DisplayPort 2.0 daherkommt, dann entsprechend auch bei RDNA 3. Und genau da ist jetzt auch in einem Update Folgendes hier enthüllt worden. Ja, da wird bereits dran gearbeitet. Ja, was bedeutet DisplayPort 2.0? Ja, dieser hat eine theoretische Bandbreite von 77,37 GB pro Sekunde und gegenüber DisplayPort 1.4 mit 25,92. Ja, sehen wir hier fast einen dreifachen Zuwachs. Ja, das ist schon enorm krass. Und die Parallelen von DisplayPort 2.0 zu zum Beispiel Thunderbolt 3 sind sehr, sehr ähnlich. Vor allem, wenn wir uns die gesamten Vorteile von DisplayPort anschauen. Das ist die Möglichkeit, über Alt-Mode entsprechend über USB-C das DisplayPort-Signal zu übertragen, parallel damit entsprechend auch die Ladefunktion zur Verfügung zu stellen und mit zum Beispiel nur einem einzigen Kabel zwei Monitore zu befüllen. Das ermöglicht die zusätzliche Bandbreite über Daisy Chain. Da kommt jetzt der Haken. Ja, wenn wir jetzt von 77,37 GB pro Sekunde sprechen, ja, das ist enorm viel Bandbreite, die hier zur Verfügung steht. Aber da muss auch entsprechend beidseitig die Hardware genau das unterstützen. Und da wird es entsprechend zu Einschränkungen kommen, wenn nicht auf beiden Seiten zwischen dem DisplayPort-Kabel entsprechend auf beiden Enden ein aktiver Empfänger sitzt, der dann entsprechend dieses Signal unterstützen und aufarbeiten kann.
Wenn dem nicht der Fall ist und ihr ein herkömmliches DisplayPort-Kabel nutzen werdet, und das wird auch soweit möglich sein, weil der Standard als solcher sich nicht ändern wird, dann wird das Ganze entsprechend auf 38,7 GB pro Sekunde limitiert. Ja, also wenn lediglich ein passives Kabel zum Einsatz kommt. Ja, nichtsdestotrotz ist das natürlich bei 4K 144 Hertz HDR gar kein Thema. Und auch die Möglichkeit, über DisplayPort 2.0 entsprechend bis zu 16K Auflösung darzustellen, oder sagen wir, ja, rein spekulativ, Dual 8K mit 120 Hertz und HDR. Das wäre natürlich möglich. Ja, ist natürlich die Frage, wie leistungsstark kommende Grafikkarten sein müssen, um solche Auflösungen dann auch ins Gaming zu bringen. Ja, kommen wir jetzt erstmal in den Bereich von 4K 120 Hertz, lassen das den Mainstream werden. Und da ist HDMI 2.1 bereits sehr gut dabei. Mit 48 GB pro Sekunde reicht das vollkommen aus. Ja, gegenüber HDMI 2.0 im Vergleich waren es dort gerade mal 18 GB pro Sekunde. Ja, aber der besagte Standard offensichtlich für 2022 wahrscheinlich in nahezu allen Geräten. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich meinen Monitor jetzt noch nicht wechseln werde. Ja, es kommen zwar schon Geräte, sehr, sehr interessante 4K-Geräte mit 120, 144 Hertz daher, die sich so diesen Standard zu nutzen machen. Aber Leute, die neuen Grafikkarten, die neuen Monitore nächstes Jahr, die werden viel, viel interessanter, und da fahre ich lieber noch ein Jahr meinen jetzigen und rüste dann mit den neuen Grafikkartengenerationen mit den neuen Standards dann richtig auf. So, und ein weiteres Gerücht zu den RDNA 3 Karten gab es ebenfalls, und zwar, dass es bei AMD lediglich bei der Navi 31, 32 und 33 zu expliziten Neuerungen kommen wird. Also dort wird das MCM, also Multi-Chip Module Design, zum Einsatz kommen. Eine, ja, hypothetische RX 7900, 7800 und 7700 wird es soweit geben. Darunter soll es keine Neuerung geben, sondern im Bereich der Mittelklasse soll es lediglich einen Rebrand geben. Das heißt, es wird auf vorherige Architekturen zurückgegriffen, und das haben wir ja bereits bei Polaris gesehen, entsprechend von der RX 400 auf die RX 500. Und genau solch ein Mittelklasse-Rebrand haben wir auch hier zu erwarten, sprich dann eine 7600 könnte dann entsprechend auf der vorherigen Generation, also der derzeit jetzigen Navis, beruhen. Soweit nachvollziehbar und auf jeden Fall spannend zu sehen, was es in Sachen Grafikkarten nächstes Jahr für uns geben wird. Weil im Endeffekt, Leute, dieses Jahr und auch Ende letzten Jahres hat sich so traurig angefühlt. Wir haben im Endeffekt so viel Neues gesehen von AMD und Nvidia, nur eben zu so überteuerten Preisen und so lange Zeit einfach nicht verfügbar. Ja, da ist einfach das Mindset, einfach eine Generation zu überspringen und dann nächstes Jahr mit den ganzen spannenden Neuerungen einzusteigen, gar nicht so verkehrt. Ja. Also ich bin mit meiner 6700 XT soweit sehr, sehr zufrieden, und ich weiß natürlich, dass es viele gibt, die vielleicht gar keine Grafikkarte haben, aber ich habe mir einfach gesagt, ich werde jetzt nicht einfach auf das Topmodell aufrüsten, sondern jetzt erstmal die Mittelklasse-Schiene fahren. Das reicht mir im Moment vollkommen für WQHD, und dann nächstes Jahr, wenn 4K sich so ein bisschen im Mainstream festigt, dann werde ich auch entsprechend aufrüsten. So, Freunde, eine Kleinigkeit ist noch heute mit reingekommen. Ja, passend zum 17.8. hat MSI auch entsprechend deren X570S-Boards für den heutigen Tag angekündigt. Das X570S Torpedo und Tomahawk sind bereits einer der ersten Boards, die von MSI vorgestellt wurden. Und heute, relativ aktuell, ist hier das Ace. So, es wird auf jeden Fall nicht günstig. Das kann ich euch schon mal soweit sagen. Es ist einer der High-End-Boards, die hier MSI für den ARM4-Sockel vorbereitet hat. Und genau der Grund, wieso ich das Thema X570S so weit aufgemacht habe auf dem Kanal. Und ja, B550 wird durch genau solche Boards wie das Ace einfach immer attraktiver. Ja, es wird günstiger in Relation und einfach preiswerter. Nicht nur günstig im Sinne von, ja, man verzichtet auf etwas, sondern man braucht in der Regel solche Boards wie das Ace hier einfach nicht. Es hat natürlich sehr viel zu bieten, aber ich versichere es euch, der Preis, der wird bestimmt nicht unter 400 Euro liegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird sich eher irgendwo im Bereich des Crosshair 8 Dark Hero aufhalten. Vor allem, wenn wir uns jetzt hier das Face-Layout anschauen,
16 plus 2 plus 1 mit 90 Amp Power Stages. Dieses hier, das MSI B550 Unify, was ich mir besorgt habe mit 14 plus 2 90 Amp Power Stages, ist ein 16 Phasen Board und auf jeden Fall sein Geld allemal wert gewesen. Also ich habe hier knapp 220 Euro im Angebot für gezahlt, hatte einen Einführungspreis von 279 Euro und das kommende X570S Unify wird an der Stelle auf Feature setzen, auf die ich keinen Wert lege. Das ist wirklich eher für den LN2-Overclocking-Bereich ausgestattet und dieses hier einfach deutlich konsumentenfreundlicher, was die Gesamtausstattung angeht. Ja, das Ace auf jeden Fall ein tolles Board, das aber für wenig Leute Sinn machen wird. Also ich versichere es euch, auch dieses hier mit 16 Phasen und 90 Amp Power Stages ist für einen Ryzen 5950X mit Overclock ohne Probleme gewappnet. Also ab einem gewissen Punkt ist einfach Schluss. Ja? Und höhere Taktraten werdet ihr mit dem anderen definitiv nicht erzielen. Sieht ganz nett aus. Ob es sein Geld wert ist, ja, einen doppelten Aufpreis zu zahlen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber nichtsdestotrotz heute von MSI offiziell enthüllt worden. Ich habe auch eine kleine Games-News und zwar werden wir auch nächstes Jahr viele AAA-Titel, die entsprechend mit Unreal Engine 5 ausgestattet sein werden, kommen sehen. Darunter, jetzt offiziell bestätigt, Stalker 2. Am 28. April 2022 sehen wir das Ganze im Handel. Wird spannend zu sehen sein, das erste Mal die Unreal Engine 5 in Aktion zu sehen. Und genauso auch, sei mal hier an der Stelle erwähnt, dass AMD zusammen mit Valve an der Optimierung des Steam Deck arbeitet, eine möglichst reibungslose Kompatibilität mit Windows 11 verspricht. Und passenderweise, wenn wir schon von Valve reden, feiert Steam hier an der Stelle am 24. August sein 25-jähriges Jubiläum. Und auch Quake, ja, feiert sein 25-jähriges, offiziell das Thema der QuakeCon 2021 und entsprechend wird mit einem Comeback des legendären Shooters gerechnet. Ob es hier einen Nachfolger geben wird, weiß ich nicht, aber zumindest ein Remastered sollte mit drin sein. Und damit war es das zu der heutigen Runde Hardware News. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere aus der heutigen Folge mitnehmen. Und bis dahin, Gaming Fitness, that's you see on GaxTV.